Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8. Das ist die Große Anfrage von Christiane Böhm, DIE LINKE und Fraktion DIE LINKE zu Altersarmut in Hessen, Drucksache 1757 aus 20 zu 575 aus 20. Die vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten. Als Erstes hat sich Frau Böhm von der LINKEN zu Wort gemeldet. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Lassen Sie mich zu diesem Thema mit einem Zitat beginnen. Es gibt keine Altersarmut in Deutschland. Sie ist quasi irrelevant. Das sagte 2016 der Freiburger Professor Bernd Raffelhüschen in einem Interview. Bernd Raffelhüschen dürfte Ihnen bekannt sein, kein unbeschriebenes Blatt. Er gehörte damals der Rürup-Kommission an, der wir das höhere Eintrittsalter, Renteneintrittsalter mit 67 zu verdanken haben und der die Rentenformel so verstümmelt haben mit diesem sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor, dass es heute immer weniger Renten gibt. Beide Maßnahmen haben eindeutig zu einer Verschlechterung der Rentenleistungen vieler Menschen in Deutschland beigetragen. Und es verwundert uns so gar nicht, dass Herr Raffelhüschen das gerne dazu tendiert, die Ergebnisse seiner anscheinend hervorragenden Politikberatung wegzureden. Denn eines belegt die Anfrage, Große Anfrage unserer Fraktion eindeutig. Es gibt Altersarmut, sie nimmt zu. Und das sagt sogar die schwarz-grüne Landesregierung. Die politischen Fehlentscheidungen seit der Jahrtausendwende, die als Rentenreform bezeichnet wurden, haben wesentlich zur heutigen Situation der Altersarmut beigetragen. Und wenn Sie wirklich etwas gegen die Altersarmut machen wollen, müssen diese Entscheidungen unbedingt zurückgenommen werden. Seid ihr da? 2017 waren gemessen am hessischen Landesmedian 16% aller Menschen über 65 Jahre in Hessen armutsgefährdet. Dabei sind Frauen überproportional betroffen, das sind sogar schon 18%. Und wir sehen eine deutliche Zunahme. Schauen wir alleine die Menschen im Grundsicherungsbezug an. Das sind inzwischen 50.000 Hessinnen und Hessen über 65 Jahre. Diese Zahl hat sich in nur 8 Jahren verdoppelt. Und davon muss man ausgehen, dass nicht mehr die Hälfte derjenigen, die eigentlich den Anspruch hätten auf eine Grundsicherung, diese auch beantragt haben, weil sie sich schämen oder weil sie gar nicht wissen, dass sie den Anspruch haben. Und diese Entwicklung ist keinesfalls naturgegeben. Es ist immer wieder deutlich in der Beantwortung auf unsere Große Anfrage, dass auf den demografischen Wandel als vermeintlichen Verursacher hingewiesen werden soll. Das soll aber nur die politischen Fehlentscheidungen verbergen, die Entscheidungen, die zur Rentenkürzung, dem Ausbau des Niedriglohnsektors und der immer mehr prekärer Beschäftigung gedient haben, geführt haben. Aber dieser Weg war nie alternativlos. Es hätte immer andere Entscheidungen gegeben. Und wir haben jetzt sozusagen das Ergebnis von dieser völlig falschen Politik. Deutschland hätte auch den Weg mehrerer unserer Nachbarländer gehen können. Gucken wir nur nach Österreich. Wir haben einfach die Basis der Einzahlenden deutlich verbreitet. Politikerinnen und Beamte bezahlen in die restliche gesetzliche Rentenkasse ein, und Ruheeinkommen müssen mehr beitragen als bei uns in Deutschland. Das wäre ein Beispiel. Dem hätte man folgen sollen, und dem sollte man auch weiter folgen. Diesen Weg waren Sie aber alle nicht bereit zu gehen, meine Damen und Herren. Man glaubt stattdessen, und man glaubt es kaum, wenn man das heute liest in der Großen Anfrage, verweist Schwarz-Grün weiterhin auf ihr Modell der sogenannten Deutschlandrente, also eine weitere Privatisierung der Rentenleistungen. Sie ignorieren damit ganz bewusst, dass Menschen mit niedrigen Einkommen sich das überhaupt nicht leisten können, überhaupt kein Geld haben für eine private Vorsorge. Das erleben wir doch schon bei der Riester-Rente.
Damit machen Sie nur eins. Sie helfen nicht den Menschen, sondern Sie helfen nur den Versicherungskonzernen, und denen schweißen Sie weitere Steuermilliarden hinterher. Damit ist nur dem Finanzplatz Frankfurt vielleicht gedient, aber sicher nicht den Menschen, die nicht wissen, wie sie am Ende des Monats mit ihrem schmalen Einkommen rumkommen sollen. Und um genau diese Menschen muss es ums gehen. Die Zahl der Tafelaufsuchenden in Hessen hat sich seit 2010 verdoppelt. Und wir wissen, da sind immer mehr Rentnerinnen und Rentner dabei. Und es ist kein Zufall, dass immer mehr Menschen nach dem Renteneintrittsalter weiterarbeiten müssen. Die Zahl der über 65-Jährigen hat sich in Hessen in 7 Jahren auch fast verdoppelt, auf fast 93.000. Und mehr als 35.000 von denen waren mehr als 70 Jahre alt. Und ich glaube nicht, dass das alles Professoren und Ärztinnen sind, die aus Spaß an der Freude weiterarbeiten, weil 40% von denen, die gehen einem Minijob nach. Und einen Minijob macht man nicht, weil man jetzt so vergnügt ist und gerne noch etwas arbeiten möchte. Das macht man in der Regel aus Existenznot. Man kann nicht mehr so viel schaffen, aber man braucht das Geld dringend, um auf eine vernünftige Mindestsicherung zu kommen. Und das ist die Realität der Menschen in Altersarmut hier in Hessen. Und das darf die Landesregierung nicht weiter ignorieren. Es ist auch eine weitere Bedingung. Natürlich müssen wir auch auf die Ausgaben schauen. Gerade bei den über 65-Jährigen ist die Mietbelastungsquote am höchsten. Sie haben über 30% ihres Einkommens, müssen sie an Miete zahlen. Und es sind immer mehr Menschen in Schuldnerberatung kommen an, die älter sind. Und was ist die Antwort von Schwarz-Grün auf diese überdurchschnittliche Mietenbelastung? Ich zitiere: Ein wesentliches Ziel der Landesregierung ist die Erhöhung der Wohneigentumsquote, insbesondere bei Beziehern kleiner und mittlerer Einkommen. Denn diese betrifft die Steigerung der Miete besonders. Sagen Sie einmal, ist das die Neuinterpretation von Marie-Antoinette Sinnspruch? Wenn sich das Volk kein Brot leisten kann, dann soll es Kuchen essen? Können wir demnächst Minister Al-Wazir mit den Worten hören, wenn die Fraport-Beschäftigten sich weder Miete noch Strom leisten können, sollen sich ein schickes Loft im Frankfurter Osthafen kaufen? Ich denke, solche Aussagen, meine Damen und Herren, das sind für arme Menschen in Hessen wirklich nur der blanke Hohn und ist zynisch. Und der doppelte Zynismus in Ihren Aussagen ist noch, dass Sie sagen, es wäre ja dann so sorglos, wenn man Wohneigentum hat. Gleichzeitig wissen wir doch, wie viele ältere Menschen sich bei uns hier gerade beschwert haben über die hohen Straßenausbaubeiträge, um die hohen Grundsteuern, die sie zahlen müssen, auch eine Folge ihrer Politik. Und da sieht man, wie weit Ihre Koalition von den Interessen der normalen Menschen in diesem Land entfernt ist. Frau Böhm, kommen Sie bitte zum Schluss. Oh, da wollte ich noch gar nicht hinkommen zum Schluss. Ich wollte eigentlich noch sagen, was man alles ändern muss. Ich denke, Sie müssen die Investitionen in die soziale Infrastruktur erhöhen. Wir müssen öffentliche Beschäftigung schaffen. Und wir brauchen wesentlich mehr Unterstützung. Wir brauchen ein Rahmenkonzept für die Bekämpfung von Altersarmut. Das taucht weder in Ihrem Koalitionsvertrag noch in Ihrer Politik auf. Ich denke, dafür ist es dringend jetzt notwendig. Danke schön. Danke, Frau Böhm. Für die AfD-Fraktion erteile ich Herrn Enners das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Altersarmut ist ein ernstes gesellschaftliches Thema. In Hessen, eigentlich einem vermögenden Bundesland, sind immer mehr Menschen davon betroffen, wie Statistiken auch belegen. Der Anblick von flaschensammelnden Senioren gehörte vor 10 Jahren noch nicht zum nunmehr allgegenwärtig scheinenden deutschen und auch hessischen Straßenbild. Die Renten reichen nicht mehr aus, daher müssen Transferzahlungen wie die Grundsicherung geleistet werden. Und die Zahl der Rentner, die Grundsicherung erhalten, ist in den letzten 10 Jahren um über 40% gestiegen.
Vergleichen wir die Zahlen aus dem Jahr 2008 mit dem Jahr 2018, so wird erkennbar, dass die Anzahl der Frauen um 27% und die der Männer sogar um 72% gestiegen ist, die neben ihrer Rente auf die Grundsicherung angewiesen sind. Meine Damen und Herren, geht man von den letzten 10 Jahren aus und betrachtet die Umstände in unserem Land, dürfte klar sein, dass die Zahlen auch zukünftig weiter nach oben gehen werden. Somit sollte es allen Verantwortlichen ein Auftrag sein, die Gründe kritisch zu hinterfragen und auch entsprechend gegenzusteuern, um diese Entwicklung zu beenden. Denn erst wenn klar wird, woher die Probleme rühren, können sie auch angegangen werden. Allerdings sehen wir von der AfD, dass weder die Bundes- noch die Landesregierung dabei ist, genau diese Probleme anzugehen. Demografische Prognosen zeigen, dass die Gesellschaft immer älter wird. Die Menschen leben glücklicherweise aufgrund guter medizinischer Versorgung immer länger. Und natürlich sind Prognosen in die Zukunft, vor allem hinsichtlich der gesellschaftlichen Entwicklung, schwierig und komplex. Es war aber schon seit Jahrzehnten absehbar, dass die Babyboomer-Generation in den kommenden Jahren in Rente gehen wird. Und es ist ebenfalls seit Jahrzehnten belegt, dass die Geburtenzahlen immer weiter rückläufig sind. Da das Rentensystem auf dem sogenannten Pyramidensystem aufgebaut ist, unten eine breite Masse an Beitragszahlern und im Verhältnis wenig Rentner an der Spitze, hat eine Verschiebung in diesem Gefüge eine dramatische Auswirkung auf unser Sozialversicherungssystem und hat als sichere Folge einen weiteren Anstieg der Fälle von Altersarmut. Meine Damen und Herren, diese seit Jahren bekannte Entwicklung stellt unser Sozialversicherungssystem vor große Herausforderungen. Und während die bisherigen Regierungen, egal ob im Bund oder Land, ehrlich gewesen, hätten sie der Bevölkerung reinen Wein eingeschenkt und unser System schon vor etlichen Jahren an die zu erwartenden Altersstrukturen angepasst. Sie hätten das System so fit machen können, dass steigende Altersarmut hätte vermieden werden können. Meine Damen und Herren, für uns ist es nicht hinnehmbar, wenn Rentnerinnen und Rentner nach Flaschen suchen müssen oder für ausreichend Lebensmittel auf die Tafel angewiesen sind. Ein Dauerbrenner in der derzeitigen Politik ist die Verschiebung des Renteneintrittsalters nach oben, um gleichzeitig das Rentenniveau weiter abzusenken. Das sind die Themen, die in den Medien immer wieder gespielt werden, immer wieder kleine Vorstöße und Schritt zurück, bis sich der Bürger an das Thema gewöhnt hat und man hofft, dass dieser Bürger ohne nennenswerte Gegenwehr eine Erhöhung des Renteneintrittsalters und eine Absenkung des Rentenniveaus irgendwann klaglos hinnimmt. Und von der ungerechten Besteuerung der Renten will ich hier erst gar nicht anfangen. Ich kann den Bürgern in diesem Lande nur sagen, nehmen Sie sich Ihre jährliche Renteninformation zur Hand, die Sie von der Rentenversicherung erhalten. Schauen Sie dort auf die Rückseite, denn mitten im Fließtext finden Sie den maßgeblichen Durchschnittsverdienst, den Sie erreichen müssen, um einen vollen Rentenpunkt zu erlangen. Dieser Betrag wird Jahr für Jahr angehoben und führt somit bei immer mehr Menschen zu einer weiteren Absenkung der späteren Rente. Denn im Vergleich zu den Lohnerhöhungen sind diese Steigerungen in den letzten Jahren deutlich höher als die tariflichen Lohnerhöhungen. Eine fatale Entwicklung, zumal auch nicht sämtliche Berufsbranchen von diesen tariflichen Lohnerhöhungen erfasst werden. Meine Damen und Herren, immer wieder wird der demografische Wandel herangezogen und mit der Änderung der Bevölkerungszahl und ihrer Altersstruktur argumentiert. Es fließen in diesen Wandel aber viele weitere Faktoren mit ein, z.B. die instabilen Partner- und Generationsbeziehungen, die Mobilität und Wanderbewegungen weg vom ländlichen Raum hin in die Großstädte, der Wertewandel und auch neue Geschlechterrollen. Dass die Altersarmut kommt, ist seit vielen Jahren in der Politik bekannt. Und ich behaupte, dass seit Jahrzehnten die Augen davor verschlossen wurden, weil Konzeptlosigkeit und Angst vor unpopulären Entscheidungen jedes Handeln in diese Richtung verhindert haben. Meine Damen und Herren, nehmen Sie sich die Erkenntnisse aus diesem Setzpunkt und tun Sie was für die Bürger. Vielen Dank.
Danke, Herr Inners. Bevor ich die grüne Rednerin aufrufe, teile ich Ihnen mit, dass eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag von CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Frankfurt bleibt innovative Mobilitätsstadt der Zukunft, Drucksache 21/59/20. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dies Top 42. Und da niemand widerspricht, wird er aufgerufen mit Top 40 zu diesem Thema. Von Bündnis 90 Die Grünen darf ich jetzt Frau Brünner das Wort erteilen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Große Anfrage der LINKEN zum Thema Altersarmut in Hessen hat durchaus ihre Berechtigung. Altersarmut und Altersgefährdung haben die unterschiedlichsten Ursachen. Und deswegen ist es wichtig, die Definition von Armut, die soziodemografischen Kriterien und die Angebote zur Daseinsvorsorge auf Landes- und auf kommunaler Ebene zu betrachten, um genau in dieser Vielschichtigkeit Lösungen anbieten zu können. Und genau das macht die hessische Landesregierung seit Jahren. Die hessische Landesregierung stützt sich definitorisch auf international anerkannte Armutsgrenzen. Wer also weniger als 60% des durchschnittlichen Nettohaushaltseinkommens zur Verfügung hat, der gilt als arm. Und das ist nach der letzten Statistik betrifft das ca. 16% der über 65-Jährigen in Hessen Lebenden. Und wenn wir uns das jetzt noch einmal anschauen nach Frauen und Männern, also nach geschlechtsspezifischen Kriterien, dann trifft es Frauen deutlich stärker als Männer. Männer sind nur mit 13,4% davon betroffen, Frauen deutlich höher mit 18%. Im Vergleich jedoch zu den Armutsrisiken der jungen Menschen in Hessen, die unter 18-Jährigen, ist es eher unterdurchschnittlich einzuschätzen. Also kein Grund zur Sorge oder Anlass zum Handeln mitnichten. Allein der Anstieg von 2 Prozentpunkten seit 2005, aber auch die Zahlen, dass das Armutsrisiko der Frauen belegt, sind genauso ernst zu nehmen wie alle Anzeichen, die auf eine zukünftige Zunahme der Altersarmut hindeuten. Der zweite hessische Landessozialbericht befasst sich mit den Ursachen und Risiken und sieht vor allem die unterbrochenen Erwerbsbiografien als eine der zentralen Ursachen. Und die sind meist familienbedingt. Und genau da müssen wir ansetzen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Nach wie vor arbeiten mehr Frauen in Teilzeit oder als geringfügig Beschäftigte, sind überproportional im Niedriglohnsektor beschäftigt, übernehmen Frauen die Pflege ihrer Angehörigen, sodass eine eigene Alterssicherung nicht in ausreichendem Maß vorhanden ist. Und genau hier muss sich wirklich noch viel bewegen. Unsere Rentnerinnen und Rentner, oder besser gesagt unsere Senioren, sind keine homogene Gruppe. Sie sind so unterschiedlich wie nie. Sie haben die unterschiedlichen Erwerbsbiografien. Sie sind Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, leben zum Teil in Ballungsräumen oder im ländlichen Raum und sind vor allen Dingen männlich oder weiblich. Ja, es gibt sie, die Rentnerinnen, die in verdeckter Armut leben, die aus Scham und Sorge, dass ihre Kinder für sie aufkommen müssten, ihre gesetzlichen Ansprüche nicht wahrnehmen. Und ja, es gibt auch die, die in keine Statistik auftauchen. Es gibt diejenigen, die nicht wissen, dass ihnen staatliche Zuschüsse zustehen. Und deswegen begrüßen wir auch das Programm Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, dass das eingeführt wurde und dass die deutsche Rentenversicherung dazu verpflichtet wurde, Kleinrentner auf ihren Grundsicherungsanspruch aufmerksam zu machen. Beratung und politische Partizipationsmöglichkeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind ein wichtiger Schlüssel, um Armutsgefährdung entgegenzuwirken und um die gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen in unserem Land zu verbessern. Das bedeutet auf Bundesebene, dass das Rentenniveau in den nächsten Jahren nicht weiter sinken darf, aber auch natürlich darauf geachtet wird, dass der Beitragssatz in angemessenem Verhältnis steht. Die junge Generation muss der gesetzlichen Rente vertrauen können. Sie muss aber auch die Beiträge stemmen können, die dazu führen. Ohne eine Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand, ohne betriebliche oder private Altersversorgung wird die Lebensstandardsicherung im Alter in Zukunft kaum möglich sein. Das Vertrauen der BürgerInnen in so manche Altersvorsorgeprodukte ist angeschlagen. Und genau deswegen liegt vonseiten der Hessischen Landesregierung ein Konzept auf dem Tisch, der vor allem den Bürgerinnen und Bürgern zugutekommt, die niedrige Einkommen haben. Die Deutschlandrente ist ein einfaches, öffentliches und transparentes Produkt.
Ein Staatsfonds, bei dem die erwirtschafteten Überschüsse an die Beitragszahlerinnen gehen und nicht an die Banken und Versicherungen. Das ist ganz in unserem Sinne, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Vor allen Dingen aber müssen Maßnahmen ergriffen werden, um geschlechtsspezifische Rentenlücken zu schließen. Und dabei reicht es nicht aus, die Anrechnung der Kindererziehung auszuweiten. Nein, es geht auch darum, die Benachteiligungen von Frauen am Arbeitsmarkt zu beseitigen und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. In Hessen sorgt unter anderem das HGEG für die Förderung von Frauen in den Bereichen, in denen sie noch unterrepräsentiert sind. Nur mit adäquaten Aufstiegschancen können existenzsichernde Einkommen erzielt werden und eigenständige Altersversorgung aufgebaut werden. Und dazu, und das geht jetzt auch in die Richtung der Opposition, braucht es eine verlässliche Kinderbetreuung von Anfang an, wo Menschen mit diesen Bedürfnissen leben. Und ich kann es mir in diesem Zusammenhang nicht verkneifen, auf das vielgescholtene Programm Starke Heimat Hessen hinzuweisen. Nämlich allein aus dem Programm gehen 120 Millionen € in die Kommunen und in die Kinderbetreuung. Und dann kann ich es nicht verstehen, dass da immer wieder dagegen Reden gehalten werden, sehr verehrte Damen und Herren. Um das dabei auszudehnen, wir haben auch 20 Millionen € für den ÖPNV und 35 Millionen € für die Krankenhausinvestition. Und all das dient der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der gesellschaftlichen Teilhabe älterer Menschen in unserem Land. Und da sind wir auch bei dem Thema Daseinsvorsorge auf Land- und kommunaler Ebene. Und da möchte ich gerne, wenn man mir die Zeit zugestehen würde, auch von der Linken das noch ein paar Sachen dazu sagen. Hessen hat in schwarz-grüner Verantwortung die Fachkräfteoffensive vorangebracht, um Chancen von Langzeitarbeitslosen und Migranten zu verbessern. Das Seniorenticket ist ein voller Erfolg und verbessert kostengünstig, das bestreiten Sie ja immer, die Mobilität und die gesellschaftliche Teilhabe in ganz Hessen. Es gibt ausreichend Fördergelder für Gesundheitszentren. Und das bedeutet für viele ältere Menschen, den Wohnort im ländlichen Raum behalten zu können und nicht in möglicherweise teurere Ballungszentren ziehen zu müssen. Förderprogramme schaffen soziale Zentren und generationsübergreifende Angebote. Wir haben eine Förderung von Familienzentren. Im Jahr 2019 wurden 162 Familienzentren mit rund 2,1 Millionen € unterstützt. Wir haben das Förderprogramm Gemeinwesenarbeit, um benachteiligte Quartiere in Hessen zu fördern und weiterzuentwickeln. Wir haben den Wettbewerb Aktion Generation lokale Familien stärken. Hessen fördert die Hessische Fachstelle für Wohnberatung und die Hessische Fachdemenzstelle für Fachdemenz-Wohngemeinschaften. In der Planung ist der im Koalitionsvertrag vereinbarte Hessenpass. Ich könnte noch viele weitere Stellen nennen. Liebe Frau Böhm, der schwarz-grünen Koalition und der Hessischen Landesregierung ist die Tragweite und Bedeutung von Altersarmut bewusst. Menschen müssen auch in der Lage sein, im Alter ein gutes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Das ist für uns eine Frage der Gerechtigkeit und der Würde. Und genau dafür setzen wir uns mit unserem Programm ein. Vielen Dank. Danke, Frau Brünner. Für die CDU-Fraktion erteile ich nun Frau Müller-Klepper das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Seniorinnen und Senioren sollen in unserem Land gut versorgt in Würde leben. Jeder Fall von Bedürftigkeit ist einer zu viel. Altersarmut muss ernst genommen und bekämpft werden. Und wir tun dies erfolgreich mit einer engagierten Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Wenn Rente und Einkommen aus anderen Quellen nicht ausreichen, federt unser Sozialstaat mit der Grundsicherung ab. Doch die Abhängigkeit von Sozialleistungen ist kein Lebensziel. Sie muss nach Kräften verhindert werden. Gerade im Alter ist sie schwer zu verkraften, da man kaum noch Möglichkeiten hat, selbst an dieser Situation etwas zu ändern. Auch wenn in den letzten 10 Jahren die Gefährdungsquote um 2% gestiegen ist, ist Altersarmut kein Massenphänomen, Gott sei Dank. Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung hält fest, Zitat, die heute über 65-Jährigen sind weniger armutsgefährdet als die Gesamtbevölkerung. Vielmehr stellt sich ihre materielle Versorgung sogar insgesamt sehr günstig dar. Meine Damen und Herren, das gilt auch für Hessen, wie die Beantwortung der Großen Anfrage zeigt. Die Linke
Die LINKE und die AfD malen gemeinsam ein Schreckensbild. Die heutige Rentnergeneration habe zu geringe Renten und müsse arbeiten, um zu überleben. Das ist nicht die Realität. 97% leben von Rente, Vermögen und anderen Einkommen und sind nicht auf Sozialleistungen angewiesen. Und der weitaus überwiegende Teil arbeitet aus eigenem Wunsch. Sie prognostizieren, eine Welle der Altersarmut komme auf uns zu. Sie wissen weder, wie künftige Erwerbsbiografien aussehen, noch wie aktuelle und künftige politische Maßnahmen wirken werden. Ob und in welcher Höhe ein Anstieg erfolgt, lässt sich angesichts der vielen Unwägbarkeiten nicht sagen, dokumentiert die Große Anfrage. Viele Bürgerinnen und Bürger, meine Damen und Herren, sorgen sich aber, dass die Rente später nicht zum Leben reichen wird. Subjektive Einschätzung und objektive Situation sind nicht deckungsgleich, und es findet ein Vertrauensverlust in das System statt. Und auch deshalb ist es richtig, dass wir uns mit Altersarmut befassen und zeigen, dass wir handeln. Wir bekämpfen aktuelle Notlagen. Wir handeln präventiv durch eine engagierte Arbeitsmarktförderung. Wir unterstützen die Menschen, sich durch Arbeit eine adäquate Alterssicherung aufzubauen. Denn dauerhafte Beschäftigung auf der Basis einer guten Ausbildung ist der beste Schutz vor Armut, auch im Alter. Wir kümmern uns intensiv um die, die besonders von Altersarmut bedroht sind: Geringqualifizierte, Frauen, Langzeitarbeitslose, Migranten. Wir investieren massiv in deren Qualifizierung und Eingliederung ins Arbeitsleben. Wir aktivieren, wir fördern und fordern, und wir öffnen ganz, ganz vielen den Weg in Beschäftigung durch unsere Arbeitsmarktprogramme, für die wir in diesem Jahr rund 53 Millionen € einsetzen. Weitere 33 Millionen € investieren wir in Ausbildungsprogramme, um Menschen mit besonderen Problemlagen eine Ausbildung zu ermöglichen. Und wir legen einen ganz besonderen Schwerpunkt auf die Frauen, die, das haben die Vorredner bereits ausgeführt, besonders von Altersarmut bedroht sind, und hier insbesondere die Alleinerziehenden. Und, meine Damen und Herren, unsere Programme wirken besonders gut, weil wir bei der Arbeitsmarktreform unser Optionsmodell durchgesetzt haben, die Hilfe und Vermittlung in den Arbeitsmarkt vor Ort aus einer Hand im kommunalen Jobcenter, das ist ein Erfolgsmodell. Wir stärken, Frau Brünnel hat darauf hingewiesen, die Erwerbstätigkeit, indem wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern, durch den Ausbau der Kinderbetreuung, die Beitragsfreiheit des Regelkindergartens, die Betreuungsgarantie für Grundschüler im Pakt für den Nachmittag. Wir nehmen in diesem Jahr die Rekordsumme von über 1 Milliarde € für die Kinderbetreuung in die Hand. Das hilft den Familien, und das hilft vor allem den Frauen. Wir unterstützen bei der häuslichen Pflege. Wir fördern mit der Initiative Beruf und Pflege die Vereinbarkeit von beidem durch tragfähige Pflegearrangements. Wir arbeiten daran, die ungerechtfertigten Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen im Dialog mit den Sozialpartnern abzubauen. Und das Land ist hier als Arbeitgeber vorbildlich. Hier gilt Equal Pay. Wir investieren 2,2 Milliarden € in den sozialen Wohnungsbau in dieser Legislatur, so viel wie nie zuvor. Und wir unterstützen, und auch das ist ein Baustein zur Vermeidung von Altersarmut, Menschen mit geringem Einkommen im Wunsch nach Wohneigentum. Wir tun ganz, ganz viel, um Senioren mit knappen Ressourcen die Teilhabe zu ermöglichen. Seniorentreffs, Familienzentren, Seniorenhilfe, Wohnberatung, Gemeindeschwestern. Die Palette ist breit und umfassend. Das neue Seniorenticket erleichtert Mobilität, und der Hessenpass, der in Vorbereitung ist, wird Menschen mit geringem Einkommen die Nutzung von Kultur- und Freizeitangeboten ermöglichen. Wir haben aber auch auf Bundesebene bereits wichtige Weichen für die Alterssicherung gestellt. Durch die Festschreibung des Rentenniveaus auf 48%, die Zurechnungszeiten bei der Erwerbsminderungsrente, durch die Mütterrente, durch die Einführung einer eigenen, rein arbeitgeberfinanzierten Förderung der betrieblichen Altersvorsorge für Geringverdiener.
Und last but not least, auch wenn es immer wieder Diskussionen noch darum gibt, ich bin sicher, die Grundrente kommt, mit ihr honorieren wir die Lebensleistung von Menschen, die immer hart gearbeitet haben, aber dennoch zu niedrige Renten daraus beziehen. Unbezahlte Sorgearbeit wird so auch als gesellschaftlich wichtige Leistung anerkannt, und wir werden damit die Alterssicherungen von ca. 1,2 Millionen Menschen verbessern, insbesondere von Frauen. Meine Damen und Herren, das ist ein sozialpolitischer Meilenstein, ein gezielter Beitrag zum Schutz vor Altersarmut. Der Bund arbeitet daran, die gesetzliche Rente als wichtigste Säule nachhaltig zu sichern. Eine ergänzende Vorsorge wird zunehmend wichtiger. Wir haben, auch das hat Frau Kollegin Brunnel schon gesagt, mit der Deutschlandrente ein zukunftsweisendes Altersvorsorgemodell vorgelegt. Sie sehen vielfältige Aktivitäten. Wir werden sie fortsetzen und ausbauen. Zwei Aspekte müssen aus meiner Sicht aber auch noch mehr Gewicht bekommen. Zum einen die Informations- und Aufklärungsarbeit. Wir müssen sicherstellen, dass die Menschen sich früh mit ihrer Altersvorsorge auseinandersetzen. Viele verdrängen dies. Es muss bewusst werden, dass jede persönliche Entscheidung im Lebensverlauf Auswirkungen auf die Absicherung im Alter hat. Und zum anderen müssen wir die Gefahr der Entsolidarisierung bannen und in der Debatte Konsens für einen zukunftsweisenden Generationenvertrag schaffen, der die Balance der Generationen wahrt. Damit dies gelingt, brauchen wir ein Miteinander der Generationen. Nur so lässt sich unsere Gesellschaft in den Zeiten grundlegender Veränderung zusammenhalten. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, Frau Müller-Klepper. Für die FDP erteile ich Herrn Promny das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Angestellt, Vollzeit, unbefristet. Wer dieser Norm entspricht, fällt schnell. Wer dieser Norm nicht entspricht, fällt schnell durch die Maschen des Rentensystems. Und das betrifft Selbstständige, Geringverdiener, Teilzeitbeschäftigte und Menschen mit Brüchen in der Erwerbsbiografie und leider viel zu oft Frauen. Die moderne Arbeitswelt stellt uns zudem vor neue Herausforderungen. Menschen wechseln immer häufiger zwischen unterschiedlichen Tätigkeiten, Arbeitgebern und Beschäftigungsformen. Das Stichwort ist hier der Zickzack-Lebenslauf. Das ist eine ungemeine Chance für ein flexibles und eigenverantwortliches Arbeitsleben. Dazu passt aber nicht mehr das bestehende System der Grundsicherung. Hartz IV steht inzwischen auch für undurchsichtige Bürokratie, Abhängigkeit und Fehlanreize. Die gegenwärtige Freibetragsregelung motiviert nicht zur Aufnahme einer Vollzeitbeschäftigung, ganz im Gegenteil. Wer Grundsicherung empfängt und einen Minijob mit 10 Wochenstunden aufnimmt, hat pro Arbeitsstunde 3,70 Euro mehr im Portemonnaie. Bei 40 Wochenstunden sind es nur noch 1,70 Euro. Noch düsterer sieht es für Arbeitnehmer aus, die geringfügig oder Teilzeit beschäftigt sind und Arbeitslosengeld II als Ergänzung erhalten. Bei 40 statt 20 Stunden beläuft sich der Mehrverdienst auf sagenhafte 70 Cent pro Stunde. Insbesondere bei Vollzeitarbeit kann die Grenzbelastung der Arbeit bei 80 bis über 100% liegen. Ist das noch gerecht? Sicher nicht. Diese Rechenbeispiele zeigen klar, die Sicherung für das Alter muss unbürokratischer, würdewahrender und vor allem chancenorientierter werden in diesem Chancenjahrzehnt. Wir brauchen einen fairen und zuverlässigen Sozialstaat, der es den Menschen leicht macht, meine Damen und Herren. Ein jeder hat das Recht auf ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben. Engagement muss belohnt und darf nicht untergraben werden. Meine Damen und Herren, für die gerechte Alterssicherung haben wir Freien Demokraten mit der Basisrente einen fairen Vorschlag gemacht. Er vereint Leistungsgerechtigkeit mit Solidarität. Wir brauchen ein faires Auffangnetz für Menschen, die keine ausreichende Absicherung fürs Alter aufbauen können. Gleichzeitig stehen wir dafür, dass sich Eigenverantwortung auch auszahlt.
Wer gearbeitet hat und vorgesorgt hat, muss im Alter mehr haben als die Grundsicherung. Deswegen wollen wir einen Freibetrag von 20% bei der Grundsicherung im Alter. Die Beantragung und Auszahlung der Basisrente soll unter einem Dach erfolgen, ohne stigmatisierenden Gang zum Sozialamt. Darüber hinaus wollen wir Freien Demokraten den Arbeitnehmern mehr Selbstbestimmung zutrauen. Der Übergang in den Ruhestand muss auch flexibler werden. Ein starres Renteneintrittsalter wird der heutigen Lebenswirklichkeit und den Zickzack-Lebensläufen nicht mehr gerecht. Meine Damen und Herren, ab 60 sollte jeder selbst entscheiden können, wann er in Rente geht. Und die Gründe, meine Damen und Herren, die Gründe für Armut im Alter sind vielfältig. Deswegen braucht es neben der Reform des Rentensystems auch Reformen in anderen Bereichen. Wir brauchen beispielsweise mehr Investitionen in Bildung und Weiterbildung, damit Menschen gar nicht erst arbeitslos werden. Wir brauchen die Investitionen in Kinderbetreuung und Pflege für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und nicht zuletzt, meine Damen und Herren, brauchen wir die Möglichkeit, Wohnungseigentum auch zu erwerben, damit mehr Menschen im Alter mietfrei wohnen können. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Damit niemand im Alter Armut leiden muss, brauchen wir eine zukunftsfeste und eine faire Sozialpolitik. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Herzlichen Dank. Danke, Herr Promny. Für die SPD-Fraktion hat sich Frau Alex zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte mich bedanken erst einmal für die Große Anfrage an sich. Sie hat auch gut gepasst zu unserer eigenen Anfrage von der SPD zur Lage der älteren Generation in Hessen. Und ich möchte mich auch ausdrücklich für die ausführliche Beantwortung bedanken. Dass nicht alles beantworten werden kann, liegt in der Natur der Sache. Aber ich habe hier schon sehr viel schlechtere Antworten bekommen. Ja, gerade im Bereich Seniorenpolitik, das wollte ich eigentlich später sagen, dann sage ich es gleich, wir haben zur Partizipation von älteren Menschen eine Anfrage gestellt. Da war so ziemlich alles falsch, was da drin stand. Da wurde nämlich den Ehrenamtlichen die Anfrage vorgeknallt und gesagt, beantwortet mal, wie ihr denkt. Und entsprechend war das Ergebnis. Aber zur politischen Partizipation komme ich vielleicht noch. Das weiß ich nicht, ob ich das zeitlich auf die Reihe kriege. Euer Antrag von der Linken oder eure Anfrage von der Linken hat natürlich einen weiteren Fokus als das, was wir gefragt haben. Und sie betrifft natürlich auch bundespolitische Entscheidungen, die ich auch nicht alle gut finde. Und sie betrifft landespolitische Entscheidungen, über die man mal reden könnte. Also was die Bundespolitik betrifft, so wären wir sehr viel weiter, und da gebe ich Frau Müller-Klepper recht, wenn wir endlich die Grundrente hätten. Die Grundrente, die sich jetzt dauernd immer wieder verzögert. Und ich glaube nicht, dass es die Sozialdemokraten sind, an denen es liegt, dass dies der Fall ist. Sie haben auch zu Recht gesagt, dass natürlich es wichtig ist, dass man eine möglichst ununterbrochene Arbeitsbiografie für eine bessere Rente vorweisen kann. Da verweise ich nur auf die Ausführungen von Dr. Sommer von gestern bezüglich der Kinder und der Unterbringung von Kindern, der sicheren Kinderbetreuung und der bezahlbaren, möglicherweise kostenlosen Kinderbetreuung, die das sichern würde. Und das Letzte, worauf ich verweisen möchte, ist der Mindestlohn. Und die traurige Debatte, die wir heute Morgen dazu geführt haben, widerspricht eigentlich dem Inhalt dessen, was in der Beantwortung der Anfrage steht. Denn dort steht, der Mindestlohn wäre sehr wichtig, um Renten
einigermaßen absichern zu können. Das wären keine wahnsinnig tollen Renten, aber es wären vielleicht Renten, mit denen man leben könnte. Ich will mir ein paar Schwerpunkte raussuchen, und wir schauen mal, wie weit ich komme. Wie gesagt, Mobilität. Ich wundere mich eigentlich, dass Sie die Seniorentickets jetzt hier in diesem Zusammenhang nicht noch mehr gefeiert haben, weil das haben Sie ja eigentlich schon so die ganze Woche getan. Also man kann sich ja ein Seniorenticket kaufen für 365 € im Jahr. Wenn man allerdings vor 9 fahren will, dann muss man 628 € hinlegen. Das geht immer so ein bisschen unter, dieser zweite Betrag. Und jetzt fragen wir uns, die Senioren haben sich das ja auch gewünscht. Die wollten so ein Ticket, die haben das Schülerticket gesehen, haben gesagt, wir wollen sowas auch. Und jetzt ist die Frage, nutzen die Senioren das Ticket auch? Die erste Frage, können sie das bezahlen? Wir gehen mal davon aus, ganz großzügig, sie können es. Oder sie bekommen es geschenkt, dieses Jahresticket. Das machen ja manchmal Familien auch. Dann ist die Frage, fahren die Senioren denn auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Und da sagt die Landesregierung, über 65-jährige Menschen, ich weiß, dass sie von Altersarmut nicht betroffen sind, aber müssen sie trotzdem so laut reden, während ich hier über das Thema vortrage? Das stört. So. Ich hoffe, die Zeit wird mir nicht abgezogen. Frau Alex, ich mag zwar parteiisch sein, die Uhr ist es nicht. Also über 65-Jährige benutzen eher selten den ÖPNV, und zwar unabhängig von ihrem ökonomischen Status. Das hängt natürlich auch mit dem Zustand unserer Bushaltestellen zusammen. Das hängt mit dem Takt und der Pünktlichkeit der Busse und Bahnen zusammen. Das hängt auch damit zusammen, dass Senioren nicht gerne im Dunkeln unterwegs sind, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann. Das ist klar. Das ist unabhängig so. Und dann gibt es die Leute, die haben ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Und bei denen ist es so, dass die auch meistens entweder einen Pkw zur Verfügung haben oder die Möglichkeit haben, mit Verwandten im Pkw mitgenommen zu werden, gefahren zu werden. Die anderen, die wenig Geld haben, die haben diese Möglichkeiten oft häufig nicht. Und da steht dann in der Beantwortung der Anfrage, die benutzen andere Verkehrsmittel. So, nun wissen wir, Busse und Bahnen benutzen sie nicht gerne, Pkw können sie nicht benutzen. Also, was ist das Verkehrsmittel, das bleibt, das auch an einer anderen Stelle der Anfrage steht? Sie gehen zu Fuß. Also, Sie können davon ausgehen, dass der CO2-Ausstoß durch arme, alte Menschen in Hessen nicht größer wird, sondern dass da eher eingespart wird. Dass wir uns das wünschen können, kann ich mir allerdings auch nicht vorstellen. Und man muss auch den ÖPNV nutzen können. Das heißt, er muss fahren. Ja? Also, nehmen wir mal das. Ein Beispiel. Ich muss mich entschuldigen, dass ich Sie in die Niederung praktischer Beispiele nach diesen allgemeinen Aussagen, die wir hier über Renten gehört haben, in die Niederung praktischer Beispiele führe. Stellen Sie sich eine Kleinstadt vor im Landkreis Offenbach, zum Beispiel Dietzenbach, wo ich wohne. Da gibt es drei S-Bahn-Stationen, da gibt es einen Stadtbus, da gibt es eine Kreisquerverbindung mit Bus. Und wenn ich mal zum Beispiel zum Kreishaus müsste und ich müsste laufen, dann würde ich von jedem Ort der Stadt Dietzenbach in einer halben Stunde sicher dahin kommen. Mit öffentlichen, wenn Sie gerade fahren, sogar noch viel besser. Bewegt man sich nun auf die Peripherie des Kreises Offenbach zu, da wo die Prominenten wohnen, wie Seligenstadt Froschhausen. Ja, aber Sie,
Also, da haben wir mindestens zwei Abgeordnete. Da haben wir mindestens zwei Abgeordnete, die müssen auch ab und zu ins Kreishaus. Ich glaube aber nicht, dass sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. 1 Stunde 10 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, auch nicht zu jeder Tageszeit. Und die würden dann wahrscheinlich doch eher nicht den Bus nehmen, sondern in 20 Minuten rüberfahren. Kann man Ihnen auch nicht verdenken. Frau Alex, bei allem Charme und gutem Willen, Sie müssen jetzt zum Schluss kommen. Nein, ich habe gerade erst angefangen. Das hatte ich auch befürchtet, aber Sie müssen zum Schluss kommen. Also jetzt erlauben Sie mir 2 Sätze. Das ist ja erschreckend. Also gut, wir werden das. Also, wir werden das im anderen Zusammenhang noch besprechen. Ich will Ihnen doch noch ein weiteres Beispiel nennen. Wenn Sie im Landkreis Waldeck-Frankenberg wohnen, ja, und zum Beispiel von der Stadt Bergheim, wo ich auch mal gewohnt habe, ins Kreishaus nach Korbach wollen, dann sind Sie 3 Stunden 15 Minuten unterwegs. Nein, dann geht es etwas schneller, dann müssen Sie dreimal das Anrufsammeltaxi wechseln. Und ich will Ihnen mal etwas sagen. Das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung an Getränken für ältere Personen vorschlägt, die würde ich Ihnen dann auch nicht raten, zum Frühstück einzunehmen. Ich will gar nicht davon reden, von den Arztbesuchen und so weiter und so fort. Meine Damen und Herren, jetzt sage ich meinen wirklich letzten Satz. Und der ist wirklich ganz ernst gemeint. Was an dieser Anfrage so schwierig ist, ist, dass es ja nicht nur die Menschen über 65 sind, die besonders von Armut bedroht sind, sondern auch die Kinder und Jugendlichen. Und das sollte uns allen zu denken geben. Danke, Frau Alex. Meine Damen und Herren, in der Abwägung unseres kollektiven Feierabends und jetzt hier 2 Minuten Überzeugung zuzulassen, ich habe es so entschieden. Ich hoffe, Herr Bellino, Sie tolerieren das auch. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Diese Große Anfrage der LINKEN gibt uns Gelegenheit, mit der Altersarmut über ein so wichtiges wie durchaus auch komplexes Thema miteinander zu sprechen. Komplex ist es, weil man könnte es sich ja auch einfach machen und könnte sagen, wenn wir uns die Einkommen der Hessinnen und Hessen, die 65 Jahre und älter sind, anschauen, dann liegt deren Armutsrisiko leicht unter dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Wenn man sich die Vermögenssituation der Älteren hierzulande anschaut, dann ist sie logischerweise besser als die der Jüngeren. Die Älteren haben ja auch schon eine Erwerbs- und Vermögensbildungsbiografie hinter sich. Diesen Fehler dürfen wir nicht machen, denn das Problem der Altersarmut darf auf keinen Fall bagatellisiert werden. Es ist einfach so, die Altersarmut, es wurde verschiedentlich schon darauf hingewiesen, trifft sehr viel häufiger und sie trifft sehr viel stärker Frauen als Männer. Und das Armutsrisiko von Männern und Frauen ist in den letzten 10 Jahren gestiegen. Und deshalb ist für mich völlig klar, dass hier politischer Handlungsbedarf besteht. Ich will deshalb auch ein paar Beträge nennen, ohne hier zu viele Zahlen noch einmal aufzuführen. Aber wenn wir uns anschauen, dass die männlichen Altersrenten 2018 im Schnitt 1.229 € betragen haben und die der Frauen durchschnittlich bei 668 € lagen, dann ist das kaum mehr als die Hälfte. Das heißt, der Gender Pension Gap, der folgt natürlich dem Gender Pay Gap. Die Lohnlücke folgt die Rentenlücke. Frauen unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit häufiger und länger als Männer, um Familienpflichten, Kinderbetreuung oder Pflege nachzukommen. Und sie kehren häufig nur in Teilzeit in den Beruf zurück.
Frauen ergreifen häufiger die niedriger entlohnten Dienstleistungsberufe. Sie sind häufiger in prekären Beschäftigungsverhältnissen zu finden. Sie erhalten durchschnittlich geringere Betriebsrenten und nach wie vor bei gleicher Arbeit weniger Lohn und Gehalt. Auch deshalb ist es so wichtig und richtig, dass wir uns im Koalitionsvertrag dazu verpflichtet haben, die Gleichberechtigung von Frauen weiter voranzubringen. Und natürlich ist es so, dass der Anstieg der Altersarmut, das gilt für beide Geschlechter, dadurch begünstigt wird, dass das Rentenniveau sinkt. Zwar ist das Absinken unter 48% bis 2025 gesetzlich gestoppt worden, aber das reicht eben für eine armutsfeste Altersversorgung keineswegs aus. Und auch deshalb haben wir, hat die Hessische Landesregierung das Konzept einer Deutschlandrente entwickelt und in den Bundesrat eingebracht, weil eine solche staatlich organisierte, kapitalgedeckte Altersvorsorge anders als die Riester-Rente das Zeug hätte, eine standfeste zweite Säule der Altersversorgung zu werden. Und um Altersarmut zu bekämpfen, müssen wir uns eben auch vor allem um die Frauen kümmern. Und das nicht erst, wenn sie alt sind. Gute Löhne und Gehälter, durchgehende Erwerbsbiografien, das sind die Voraussetzungen für eine gute Altersversorgung, und dem steht insbesondere bei Frauen leider vieles entgegen. Vor allem Alleinerziehende, und das ist ja eine Gruppe, die ganz überwiegend weiblich ist, und ihre Kinder sind bundes- wie hessenweit deutlich stärker armutsgefährdet als Menschen, die in Partnerschaften oder als Singles leben. Und auch deshalb sind Anstrengungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie zwar nichts Neues, aber nach wie vor notwendig, wenn wir Müttern, vor allem Alleinerziehenden, eine möglichst durchgehende Erwerbsbiografie ermöglichen wollen. Und ich sage Ihnen als hessischer Familienminister auch ausdrücklich, dazu gehört dann auch, dass Väter noch intensiver als Adressaten von Vereinbarkeitspolitik in den Blick genommen werden. Es kann nicht angehen, dass Kindererziehung und später Pflege schlecht oder gar nicht bezahlte Frauendomänen bleiben, während sich männliche Karrieren weitgehend ungestört von Kind, Kegel und Haushalt entfalten können. Und auch deshalb ist es so wichtig und richtig, dass wir uns dazu verpflichtet haben, diesen Bereich weiter voranzubringen. Zur Armutsbekämpfung gehört es dann auch, prekäre Beschäftigung einzudämmen, die Mindestlöhne weiterzuentwickeln. Und Hessen setzt sich auf Bundesebene für beide Elemente ein. Mit unserer Fachkräfteoffensive schaffen wir gute Voraussetzungen für möglichst ununterbrochene Erwerbsbiografien. Und wir bauen den sozialen Arbeitsmarkt aus, um Langzeitarbeitslosen, die ja in besonderem Maße von Altersarmut bedroht sind, den Weg zurück in den ersten Arbeitsmarkt zu erleichtern. Meine Damen und Herren, wenn von Armut, wenn insbesondere von Altersarmut die Rede ist, dann müssen wir auch über die Situation von Migrantinnen und Migranten in unserem Land reden. Denn ihr Armutsrisiko ist deutschlandweit und auch in Hessen besonders hoch. Die Altersrenten in Hessen lebender Ausländer betrugen 2018 im Schnitt 884 €, die der Ausländerinnen durchschnittlich 572 €. Ältere Migrantinnen und Migranten haben ihr Erwerbsleben überwiegend in Zeiten absolviert, in denen Integrationspolitik in diesem Land leider noch ein Fremdwort war. Und deshalb waren sie häufig in gering qualifizierten Bereichen tätig, in denen eben auch nur bescheidene Deutschkenntnisse vonnöten waren, und sie konnten sich keine auskömmliche Altersversorgung erarbeiten. Das wird sich für künftige Generationen glücklicherweise ändern, aber wir müssen diese integrationspolitischen Versäumnisse der Vergangenheit kompensieren, und das gelingt am ehesten durch die fleckendeckende interkulturelle Öffnung der Verwaltung, damit auch ältere Migrantinnen und Migranten Zugang zu Beratungs- und zu Informationsangeboten bekommen, die sie bei der Wahrnehmung ihrer Rechte, beispielsweise auch was Leistungen der Grundsicherung oder der Gesundheitsversorgung angeht, unterstützen. Und lassen Sie mich auch auf die gesundheitspolitische Dimension von Armut eingehen. Arme Menschen sterben früher als Wohlhabende. Sie leiden häufiger an chronischen Krankheiten, an Diabetes oder Krebs, und sie erleiden häufiger Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Von Armut betroffene Menschen rauchen häufiger, ernähren sich schlechter, sind häufiger fettleibig und gehen seltener zur Ärztin oder zum Arzt. Und auch dem wirken wir entgegen,
Deshalb fördern wir die Koordinationsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit, damit sowohl die Fachkräfte in der kommunalen Verwaltung als auch Akteure aus der Praxis die jeweilig Betroffenen beraten können. Außerdem wollen wir die regionalen Angebote zur Gesundheitsförderung besser vernetzen, und diese gesundheitliche Aufklärungsarbeit soll dann allen Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen, die nicht gesund leben oder gelebt haben. Ich will auch noch kurz auf den Wohnungsmarkt eingehen. Man muss nämlich nicht arm sein, um angesichts der Lage auf dem Wohnungsmarkt in finanzielle Bedrängnis zu geraten. Über das Thema haben wir hier schon intensiv gesprochen. Deshalb haben wir uns ehrgeizige Ziele gesetzt. Bis 2024 stellen wir 2,2 Milliarden € für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung. Wir eröffnen den Kommunen Möglichkeiten, um durch einen kommunalen Genehmigungsvorbehalt Spekulation mit Leerstand zu beenden. Wir haben die Kappungsgrenzenverordnung verlängert. Wir haben die Mieterhöhungen bei bestehenden Verträgen gedeckelt. Und wir haben den Kündigungsschutz beim Verkauf einer Mietwohnung verbessert. Das alles kommt allen Mieterinnen und Mietern zugute, aber natürlich ganz besonders denen, die über sehr geringe finanzielle Ressourcen verfügen. Meine Damen und Herren, die Bekämpfung von Armut ist eine der wichtigsten Aufgaben der Sozialpolitik. Viele geeignete und sinnvolle Maßnahmen können wir nur indirekt beeinflussen, weil sie im Bundesrecht geregelt sind. Aber überall dort, wo Hessen eigene Möglichkeiten zur Armutsbekämpfung hat, werden sie genutzt. Ich habe Ihnen einen kleinen Ausschnitt der Beispiele dafür gezeigt. Mir ist aber in diesem Zusammenhang noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir die Sozialberichterstattung weiter ausweiten werden. Sie hat seit Erscheinen des zweiten Landessozialberichts 2017 erheblich an Fahrt aufgenommen. Denn nur wenn wir wissen, wem es warum, woran mangelt, können wir gezielt und mit Aussicht auf Erfolg politisch steuern und handeln. Auf dieser Grundlage werden wir Altersarmut in Hessen auch weiterhin engagiert bekämpfen. Vielen Dank. Danke, Herr Minister Klose. Damit ist die Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE besprochen.